Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr mit dem wichtigsten Anruf eures Lebens umgehen könnt. Denn als professioneller Hochzeitsfotograf und Videograf habe ich schon wirklich viele Telefonate mit meinen Brautpaaren geführt und ich weiß ganz genau, wie aufregend das sein kann. Ich selbst, wenn ich ehrlich bin, hatte immer nasse Füße vor jedem Anruf und habe mega geschwitzt. Und ja, es ist auch ganz normal, dass man ja auch stückweit irgendwo aufgeregt ist, nervös ist und vielleicht auch etwas verängstigt ist. Ja? Besonders dann, wenn man sich unsicher ist, welche Fragen man eigentlich stellen sollte oder ja, welche Fragen besonders wichtig sind. Doch keine Sorge, ich habe hier jetzt für euch die passende Lösung, ja, denn ich habe für euch eine klare Frageanleitung erstellt, die euch helfen wird, dieses Gespräch mit Leichtigkeit zu meistern und euer Ziel ja klar zu erreichen, die Erinnerung eures Hochzeitstages für die Ewigkeit festzuhalten. Und mit dieser Vorbereitung werdet ihr sicherer am Telefon sein, schneller ans Ziel kommen und weniger ja, Stress haben, was natürlich wiederum mehr Puffer an Zeit schafft für die anderen Dinge eurer Hochzeit. Und noch was ganz Wichtiges, ihr werdet mögliche Probleme bereits im Vorfeld erkennen und ja, lösen können, so dass ihr nicht auf die Nase fällt, auf Deutsch gesagt, ja, und das alles nach dem Intro. So, swipen wir mal direkt zu den Fragen rüber, die ihr unbedingt bei euren ersten Telefonat, also euren ersten Kennenlerngespräch, stellen solltet. Frage Nummer 1. Was passiert, wenn du krank wirst? Tja, das kann ja auch mal passieren, dass einer mal krank wird, Fieber bekommt oder sich vielleicht die Hand auskugelt. Sowas muss aber unbedingt in den Vertrag mit rein und der Dienstleister sollte im besten Fall einen Ersatzdienstleister anbieten. Das mache ich zumindest immer so, ja. Zweite Frage, was machen wir bei schlechtem Wetter? Auch das sprecht unbedingt mit eurem Dienstleister vorher ab. Ich mache das immer so, dass ich einen Plan B mit den Bräuten bespreche. Beispielsweise nehmen wir dann einen Regenschirm mit, Ponchos, Stiefel, eine Jeansjacke oder nutzen alternative Locations mit Überdachung. Oder wenn es mega hart wird, also mega aus Eimern regnet, dann machen wir auch ein After-Wedding-Shooting, also ein Shooting nach der Hochzeit. Dritte Frage, was passiert, wenn wir die Hochzeit verschieben müssen? Auch das kann natürlich passieren. Zum Beispiel, wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, Corona-bedingt, Krankheiten, Ausfälle etc. Unbedingt vorher mit euren Dienstleister absprechen. Ich mache das immer ganz einfach. Sollte es mal wirklich passieren, dass die Hochzeit verschoben werden müsste, dann schaue ich mit meinen Hochzeitspaaren, welchen alternativen freien Tag ja, wir finden und holen das Ganze einfach nach. Also ich mache das dann nicht so, dass ich dann sage, ja, der Auftrag ist dann erledigt und Kohle eingesagt und das war's, sondern ich bin da schon lösungsorientiert und versuche wirklich, dass alle zufrieden sind und glücklich sind. Ja? Vierte Frage. Wie lange dauert die Bearbeitung der Bilder und Videos? Es gibt hier tatsächlich viele schwarze Schafe unter den Hochzeitsfotos, Fotografen und Videografen, die was versprechen und sich nicht dann daran halten und ständig irgendwelche Ausreden haben. Und das schleppt sich dann Monat für Monat dann so hin, ja. Deswegen achtet unbedingt darauf, dass das im Vertrag mit aufgeführt wird. Bei mir bekommt ihr nach 2 Tagen schon die ersten 1-2 Bilder zugeschickt, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie ungeduldig die meisten Bräute sind und ja, die würden sich gerne ihren WhatsApp-Status mal ändern oder vielleicht auch bei Facebook und daher schicke ich schon mal vorab 1-2 Bilder zu, ja. Fünfte Frage, was passiert, wenn die Kamera ausfällt? Achtung, an dieser Frage erkennt ihr oft die Professionalität eines Dienstleisters. Ich habe immer 2 Kameras am Einsatzort, ja, so dass eigentlich nichts mehr passieren kann und die Hochzeitspaare ja, sich sicher fühlen können. Sechste Frage,
wann müssen wir bezahlen, welche Anzahlung. Das Thema Geld ist immer ein unangenehmes Thema, klar, keine Frage, aber ein sehr wichtiges. Und deswegen achtet darauf, dass da keine versteckten Kosten irgendwo drin sind, also im Vertrag. Sprecht das unbedingt offensichtlich mit eurem Dienstleister ab. Bei mir zahlen die Bräute immer 50% an und den Rest dann halt nach der Abgabe der Bilder und Videos. Siebte Frage, wie viele Bilder bekommen wir Minimum die Stunde? Hier gibt es wirklich unterschiedliche Angebote und unterschiedliche Pakete, je nach Dienstleister. Bei mir gibt es immer 40 Bilder Minimum die Stunde. Ja, das ist immer garantiert. Achte Frage, wie lang ist das Hochzeitsvideo? Hier gibt es auch, wie bei den Hochzeitsfotos, unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Pakete. Deswegen sprecht das auch unbedingt mit euren Dienstleister ab. Die beliebtesten Hochzeitsfilme, die bei mir gebucht werden, sind die Highlight-Filme in der Länge von 8 bis 12 Minuten circa. Neunte Frage, werden alle Bilder bearbeitet? Auch hier bekomme ich öfters mit, dass es Dienstleister gibt, die echt komplizierte Angebote haben. Bei mir ist es ganz einfach. Ich bearbeite immer alle Hochzeitsbilder. Zehnte Frage, sind die Bilder mit einem Wasserzeichen oder einem Logo versehen? Unbedingt nachhaken ist heutzutage eigentlich nicht mehr der Standard und gehört eigentlich nicht mehr auf den Bildern. Sieht einfach nicht schön aus. Meine Hochzeitspaare erhalten alle Bilder ohne einen Logo oder irgendeine Schriftart oder irgendwas drauf. Ja? Elfte Frage, wie sehen die Vereinbarungen und Bedingungen des Vertrages aus? Dieser Punkt ist sehr wichtig und sollte am besten zuerst richtig angegangen werden, bevor man irgendetwas unterschreibt oder irgendetwas angeht. Ja? Ganz, ganz wichtig. Zwölfte Frage, gibt es versteckte Kosten? Ja, es gibt viele unterschiedliche Angebote und Kosten, die oftmals nicht am Telefon alle angesprochen werden. Ja? Oder vielleicht klein im Vertrag geschrieben werden. Also darauf achten. Deswegen stellt auch offensichtlich diese Frage am Telefon an, damit ihr kein Desaster erlebt. Und die letzte, 13. Frage. Wie planst du den Ablauf des Hochzeitstages im Hinblick auf die Foto- und Videoaufnahmen? Achtet hier mal darauf, wie euer Dienstleister diese Frage beantwortet. Denn hier könnt ihr genau heraushören, ob es ein erfahrener Dienstleister ist, der schon einige Hochzeiten begleitet hat oder halt nicht. Ich zum Beispiel nehme euch an diesem Punkt an die Hand und bespreche mit euch genau, wie ich euren besonderen Tag begleiten werde, so dass ihr ein gutes Gefühl habt und keine weiteren Fragen mehr offen sind. So, das waren die wichtigsten Fragen, die ihr unbedingt stellen solltet, bevor ihr irgendetwas unterschreibt oder irgendetwas angeht. Ja, und ich will es nicht genug sagen, diese Fragen helfen euch nicht nur strukturierter, lockerer und selbstbewusster an so ein wichtiges Telefonat ranzugehen, sondern ihr findet auch noch den passenden Dienstleister, der euch mit einem Ziel das kreiert, was ihr euch gewünscht habt, im Endeffekt. Ja? Momente für die Ewigkeit. Denn wenn wir mal wirklich ehrlich sind, am Ende des Tages geht es doch darum, die wunderbare Zweisamkeit an diesem besonderen Tag in all seinen Facetten einzufangen und für die Ewigkeit zu bewahren. Und glaubt mir, mit dem ersten Grundbaustein, dem Telefonat, werdet ihr das schaffen. Versprochen. Und noch ein Bonustipp am Rande, achtet auch mal darauf, wenn ihr mit eurem Dienstleister telefoniert, auf seine Stimmlage, wie er mit euch spricht, wie er mit euch telefoniert, wie sich die Stimmlage anhört, denn daran könnt ihr auch erkennen, ob er wirklich Interesse an euch hat. Beispielsweise hört er euch aktiv zu, stellt er gezielt offene Fragen, stimmt euch in gewissen Dingen auch zu. Ist er höflich und respektvoll? Engagiert er sich? Ist er geduldig? Gibt er Tipps und Ratschläge? Ja, denn das ist auf jeden Fall ein Indiz für echtes Interesse. Wie ihr seht, lohnt es sich bis zum Schluss meiner Videos dabei zu sein. Denn noch eine gute Nachricht für euch. Damit es für euch noch einfacher wird, habe ich eine Checkliste erstellt, die ihr auf einen Blick habt,
mit all den wichtigen Fragen drauf. Den Download-Link findet ihr hier unter, ja, unter dieser Videobeschreibung. Also jetzt nix wie ran und fangt am besten jetzt schon an. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und euch ein gutes Gefühl übermitteln, ja? Dass ihr ab jetzt selbstbewusst an das Telefonat eures Lebens rangeht. Ach, und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren im besten Fall. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch zusammen. Also bis bald und ein unvergessliches Hochzeitskino. Euer Rafa.